Loftliner, das ist der Traum von Druckluftbremse für den Führerschein Klasse C1E. Den gibt es natürlich auch noch mit mehr Tonnage, aber er fängt an mit einem kleinen Motor, rund 4,7 Liter Druckluftbremse und diversen Extras, ein etwas größeres Bremssystem, andere Reifen sind mit drauf. Er ist per se schon ein bisschen breiter als der Palace und hat nur den entscheidenden Nachteil, dass das Chassis selber relativ schwer ist, sodass man aufpassen muss mit der Zuladung. Dieter Glasbrenner, ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße dich, Sven. Ja, heute ist der 18. Januar 2023. Heute kam die Durchsage, dass der Berggipfel ist erreicht. Abends mittags um 14 Uhr war dann ja, der Berg erreicht und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Messe wird irgendwann mal, das Ende ist absehbar, sagen wir so. Das Ende ist absehbar, das ist für alle Beteiligten, für die, die da sind, natürlich sehr, sehr schön. Es ist alles aufgebaut, alles ist fertig, die Leute sind zum Teil hier auch komplett da. Meistens sind die Besucher ja nicht keine 9 Tage da wie ihr oder 11 Tage, sondern meist nur 1, 2, 3 Tage. Aber wenn du hier so eine Messe hast mit 11 Tagen, dann bist du auch froh, wenn du wieder nach Hause fährst, oder? Ja, ist eine lange Zeit, aber ich sage mir, wir sind Messen gewöhnt. Ich mache das jetzt seit 26 Jahren. Und man freut sich jedes Mal immer wieder tierisch auf eine Messe, freut sich aber dann auch, wenn es mal wieder zu Ende geht. Du bist selbstständig, muss man sagen, arbeitest schon ewig für die Firma Morello und bist immer anzutreffen gewesen in Schlüsselfeld. Und bist jetzt in eine Reihe zurückgetreten, denn du hast ja gesagt, ich habe selber Morello, ich will den auch mal selbst erleben, ein bisschen mehr. Du hast sehr lange und sehr hart gearbeitet für Morello, muss man schon sagen, oder? Ja, lange Zeit, aber wie gesagt, ich mache das nach wie vor, dreht ein bisschen kürzer, ja. Heißt aber nicht, dass ich weniger präsent bin, ich bin immer noch da, ich mache meine Termine, bin auf den Messen präsent, aber ich sitze jetzt nicht mehr jeden Tag im Büro und warte, bis jemand kommt, sondern wir machen das alles schön auf Termin. So, hier sieht man den Hauptunterschied. Also wenn man es nicht genau gesehen hat und verglichen hat, dann wird man nicht feststellen, und wir haben extra den Fernseher ein bisschen rübergeschoben, das Rad ist ein gutes Stückchen weiter nach innen als beim Palace. Also man sieht das hier vorne vielleicht, man kann ja da vorne mal hingucken. Hinten, wenn wir hier auf den Loft schauen, der hat das gleiche, genau. Mehr oder weniger das gleiche Chassis. Ein 16 dann Zoll Rad, da geht es ja schon mal los, der hat einen anderen Durchmesser. Der Daily hat ein 16 Zoll Rad und der Iveco Eurocargo hat ein 17,5 Zoll Rad. Man sieht es eigentlich nur im direkten Vergleich. Hier, ich weiß nicht, ist hier schon eine Spurverbreiterung drauf bei dem? Durch die Alufelge. Also wenn jetzt eine Stahlfelge drauf wäre, ohne Spurverbreiterung, wäre das nochmal ein bisschen weiter drin. Diese Alufelge hat runde 5 cm Spurverbreiterung. So, das ist der Loft und der Loftliner ist eigentlich von den Maßen her ein Palace, so muss man sagen. Das heißt, der Zwischenboden hier ist ein bisschen schmaler, beim Loftliner ist er so groß wie ein Palace. Ja, also da unterscheidet sich jetzt wieder die Kabine. Man hat eigentlich diese Zwischenböden, wie sie beim Palace auch sind, beim Loftliner. Da hat man 6 cm mehr Stauraumhöhe. Und hat auch höhere Stauraumklappen. Während beim Loft ist das alles ein bisschen niedriger, aber die Kabine innen drin ist wieder die gleiche wie beim Loftliner. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist nämlich sensationell. Du hast quasi eigentlich ein Palace von der Größe der Garage, von den Größen der Fächer und so weiter. Er heißt aber Loftliner, denn die Liner sind ja, ich sag mal, in vielen anderen Bereichen nicht auf Eurocargo. Ihr baut die Großen auch auf Eurocargo, aber auch oft auf Atego. Genau, und auf Actros. Also Loftliner ist eigentlich ein 7,5 Tonner Chassis, so wie du vorher gesagt hast. Man darf den mit dem Führerschein C1 fahren. Liegt unter dieser Grenze von 7,49 Tonnen, wo man dann einen C-Führerschein braucht für einen LKW. Und der große Mehrwert bei diesem Loftliner ist, dass er halt ein kleines LKW-Chassis hat. Sprich, der hat eine Druckluftbremsanlage, keine Scheibenbremsanlage, Druckluftbremsanlage mit einem Druckluftkessel. Der hat einfach das stabilere Chassis, hat einen großvolumigen Motor, den hast du schon genannt. Und hat diese größeren Räder, hat eine breitere Achse und so weiter. Also ich muss hier im Chassis im Gegensatz zum Daily wenig dazu bestellen. Und wenn man es unterm Strich sieht, wird ein Loftliner verglichen mit dem Daily als Chassis nahezu das gleiche kosten.
Kostet dasselbe, denn ich brauche keine Spurverbreiterung. Das Thema, es sind viele Sachen, die inklusive sind. Ein besonderes Merkmal, du brauchst keinen Retarder. Du hast es eben schon kurz erwähnt, das ist so eine Wirbelstrombremse, die du hast, denn der hier hat eine doch recht gut funktionierende Motorbremse. Ich habe es nicht in Passstraßen überhaupt nicht mehr gebraucht. Ja. Motorbremse rein, fertig. Ja, genau. Also da kann man über diese Drosselklappe, kann man den Motor drosseln. Und im Gegensatz zur Wirbelstrombremse hat sie nahezu der gleiche Effekt und natürlich eine unheimliche Bremskraft durch diese Druckluftbremsanlage, wie es jeder LKW auch hat. Ja, es hat sogar einen adaptiven Tempomat mit eingebaut. Das ist Serie hier bei dem Fahrzeug. Auch da brauche ich nichts extra. Als der Daily, ne? Der hatte schon lange diesen Abstandsregeltempomat. Spurhalteassistent, Kamerasystem, Radarsystem. Der ist nicht aktiv, der Spurhalteassistent. Er warnt nur. Hier unten ist nochmal ein Radarelement mit drin. Der hat sogar im Display alles ein bisschen einfacher, muss man sagen, vom Display her. Aber es funktioniert gigantisch. Also es ist wirklich ein ganz tolles Fahrzeug. Von der Scheibe her, vom Aufbau her, es erinnert sehr stark eher an den Palace von der Front, oder? Ja, auch von der Höhe. Hat er ungefähr die gleiche Höhe, wie es ein Palace auch hat. Und der hat eigentlich die Kabine, die ein Palace hat. Nur einen Luftwohnraum und einen Luftgrundriss. Genau, das ist so. Es gibt viele Dinge, die man, ich sag mal, nur im Detail sieht, die ein bisschen anders sind. Also hier sind jetzt die Jumbos drauf. Die habe ich jetzt auch mal drauf montieren lassen bei mir. Die tun ihm gut und das Rad kommt schon sehr weit raus. Ja. Serie, da ist nichts geändert. Nein, so ist der Seriestand. Also da haben wir keine Alufelge, hatten wir mal eine Zeit lang, aber die haben sich jetzt nicht so bewährt. Und mit diesem Radzieherblenden Edelstahl hat der im Endeffekt genau die gleiche Optik, wie es jetzt mit der Alufelge wäre. Ich habe mir ein paar Extras reinkonfiguriert. Man kann solche Wagen sehr, sehr clean halten, weil die Druckluftbremse, die hinten drin ist, ich sag mal, die hatten nämlich jetzt einen Kompressor mit drin und dort habe ich ein Luftfahrwerk mit drin und da kann ich nivellieren, ich habe mal nachgeschaut, 22 cm rauf und runter. Ja, richtig, ja. Also der hat jetzt, wie gesagt, auch standard- oder serienmäßig diese Hinterachsluftfeder. Auf der Vorderachse gibt es keine Luftfeder beim 7,49 Tonnen, das gibt es erst wieder ab 10 Tonnen. Und auch da nochmal zur Ergänzung, man kann dieses Fahrzeug auch mit einem 10-Tonner-Chassis bestellen. Man kann ihn auflasten, das ist eine Besonderheit. Das gibt beim Daily eigentlich nicht, muss man sagen, da ist bei 7,5 Tonnen Schluss. Nein, das ist nicht richtig. Also man kann den auf 7,8 Tonnen auflasten, mehr geht nicht. Und dann wäre natürlich das nächste Chassis wäre ein 10-Tonner. Und ein Daily könnte man sogar auf 8,15 Tonnen auflasten, also das schafft er. Aber das wird nicht groß forciert, dieses Thema, weil für den deutschen Markt ist einfach der 7,49 Tonner das aktuelle Chassis. Ihr hattet mal einen Empire, der war 8,1 Tonnen, das ist genau. So. Der hatte auch echt Glas und Daily, ja. Genau so ist und das. Der war einfach zu schwer auf 7,49 Tonner. Und da konnte man den auch auf 8,15 auflasten. Richtig. Ja, was habe ich mir reingewählt? Unverzichtbar Gastank habe ich mir reingemacht. Der ist jetzt auf der anderen Seite. Ja. Hier mit drin 120 Liter. Ja. Das ist so, wir haben ihn bekommen auf 6,95 Tonnen leer. Ja, richtig. Das ist realistisch. So wie wir jetzt die Autos konfigurieren, haben sie meistens so zwischen 6,8, 6,9 Tonnen. Das heißt, man hat noch genügend 600 bis 700 Kilo Zuladung. Das Chassis, wie gesagt, könnte 7,8, aber man müsste ja ablassen, dass man mit dem Führerschein C fahren kann. So, und hier sieht man viele Extras. Der Teufel liegt im Detail. Die Airline-Schiene habe ich nicht bestellt, weil die Beratung, muss ich dazu sagen, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Ich habe so eine Auffahrrampe für mein entsprechendes Motorrad hier mit drin. Die Airline-Schiene am Heck habe ich auch nicht bestellt, ist auch extra. Ja. Dann hast du hier die, oben die Stange ist extra. Ja, das ist auch eine Option. Zu der Airline-Schiene nochmal, die hat jetzt auch ein Kollege von uns hier auf der Messe speziell montiert. Hat auch hier seine Werbung hinterlassen, die Marke zur Schienen kommen. Die haben wir jetzt auch nicht im Werk, die kann man auch nicht im Werk bestellen. Das ist tatsächlich nochmal ein Zubehör, das man extra später montieren lassen kann. Und die sind so individuell, da macht es jeder ein bisschen anders. Wenn jemand ein Motorrad hat, das halt viel Halt auf dem Boden braucht, dann macht es Sinn, wenn man da nochmal verstärkte Schienen einbaut. So, ich habe genauso, also ich habe eine große Klappe, habe ich sowieso Serie und eine kleine Serie, so habe ich es auch gelassen. Ja. Was ich gekauft habe, was mir ganz wichtig war, war die Zentralverriegelung, ja. Denn die ist ja auch drin. Genau, man hat in dem Fahrzeug jetzt auch diese Zentralverriegelung, man hat trotzdem noch diese mechanische Klappen mit dabei, mit dem Verschluss.
aber ich habe hier die Zentralverriegelung, kann sämtliche Klappen per Knopfdruck oder per Fernbedienung zentral verriegeln. Also ich fasse mal zusammen, Luftfahrwerk ist Serie, man kriegt ihn gar nicht ohne. So, mit dem Luftfahrwerk konnte ich sehr gut nivellieren, deswegen habe ich einen Approach gemacht. Ich habe gesagt, ich lasse die Hubstützen mal weg, weil die wiegen ja auch in Summe 80 Kilo, die da sind. Ich brauche ja ein bisschen Raum. Dann ist, ich sag mal, zwei Batterien habe ich bestellt, eine dritte hatte ich noch, eine Super B. Die hatte ich aus einer anderen Aktion bekommen. Das weißt du, habe ich drei Batterien. Kann ich mich erinnern an die Aktion, genau. So, es gab mal 210 Amperestunden, ne? Genau, dreimal 210 Amperestunden sind drin, da ist Super B mit drin. Richtig. Wenn ich das Lithium-Paket, ist eine Option, muss ich sagen, aber das ist unverzichtbar, Punkt. Ja, sehe genauso. Also das ist eigentlich kürzer Grundausstattung, trotzdem wird es als extra geführt. Wir haben jetzt auch andere Kapazitäten. Man hat jetzt bei einer Batterie statt 210 340 Amperestunden. Also man hat es nochmal um ein Drittel erhöht. Und wenn man in Summe dann drei Batterien hat, hat man mehr Kapazität als davor mit vier Batterien. Und vom Raumvolumen sind die genau gleich groß wie die 210er. Also ein großes Lob an die Firma Büttner, muss ich sagen. Ja. Diesen Wechselrichter, das Kombi-Ladegerät, das kannst du grillen. Also das steht zwar 3 kW drauf, aber wir haben mal locker 4,5 kW mal kurzzeitig abverlangt. Das macht er mit. Ja, das macht er mit. Der meldet sich dann schon, wenn er nicht mehr mag, muss man sagen, aber der funktioniert perfekt. Ich mag den auch, muss ich sagen. Man muss natürlich wissen, wie man bedient und ist relativ einfach zu bedienen und zu parametrieren. Es gibt einen großen Fauxpas, der wird immer wieder erklärt bei der Übergabe. Das ist dieser Schalter hier, denn du kannst innen einstellen, wie viel Strom der Campingplatz liefert. Aber dieser Schalter hier, wenn der umgelegt ist, sind 3 oder 6 Ampere und da kannst du innen nichts mehr einstellen. Ganz genau. Also das war zu Beginn, als wir die eingesetzt haben, gab es diese Fernbedienung noch nicht. Das heißt, jetzt hat man innen im zentralen Display nochmal eine Fernbedienung, kann hier diese komplette Einstellung vornehmen und an dem Schalter muss man gar nichts machen. Den lässt man am besten in der Mitte stehen und es ist alles gut. Versehentlich kam ich da drauf. Ja, das war so. Bitte bleibt man da stehen, dass man mal ein Größenverhältnis hat zu der Garage. Die ist irre groß. Die kann belastet werden 350 Kilo? 250 geben wir es an, aber da geht es mehr um die Punktlast. Der kann sicher mehr. Aber 250 als Empfehlung und wenn denn tatsächlich dann noch viel mehr Last benötigt wird, dann können wir das auch nochmal verstärken. Aber wir machen jetzt mal als Empfehlung 250 Kilo. So, dann unverzichtbar, Anhängerkupplung habe ich mitbestellt. Das ist nachträglich immer ein Riesending, die drauf zu machen. Und die habe ich ab Werk mitbestellt. Ich brauche sie zwar im Moment nicht, aber du wirst merken, sollst du sie jemals verkaufen, Leute gucken schon danach, oder? Ja. Also wichtig ist immer, man hat wenigstens die Vorbereitung mit drin, weil diese Elektrik, die wird zum großer Aufwand später, wenn man das nachrüsten möchte. Das ist nicht mal groß die Mechanik, die Elektrik macht da eigentlich mehr Stress an der Stelle, weil ich muss das programmieren heute. Es wird nicht mehr einfach draufgeklemmt, sondern muss heute so eine Anhängerkupplung oder zusätzliche Leuchter in das System mit reinprogrammieren. Das wird im CAN-Bus geführt, also im Bussystem vom Fahrzeug und das macht dann so nachträgliche Montage einfach aufwendiger. Der Kabelsatz ist auch original, muss man dazu sagen. Es gibt gar kein Problem mit dem Fahrzeug. Dann habe ich mitbestellt das Garmin-System. Das fand ich sensationell, weil hat Robert gesagt, nimm es einfach mal mit. Ja, ich fand es am Anfang ein bisschen komplex am Anfang, weil es ist alles App-gesteuert. Ja. Es ist kein Autoradio mehr. Das muss man ein bisschen umgewöhnen. Aber wenn man es mal drauf hat, dann ist es richtig klasse. Dann kommt man rein. Das ist wie bei jedem System. Also es ist tatsächlich eine kleine Umgewöhnung. Das Navi ist sensationell, funktioniert perfekt, großer Monitor, einfach zu programmieren und so wie du sagst, wenn man dann in das Multimedia-System geht mit Musik, mit Streaming und so weiter, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. So Dieter, mach mal auf, da ist der Dieseltank drin, da habe ich jetzt im Moment 180 Liter, das ist schon der große, gell? Ja, das ist der große Tank. Habe ich mitbestellt, ja, genau. Ist auch gut so, und die Tankanzeige geht nicht mehr bis 100%, die geht nur noch 3/4. Mhm. Dafür zeigt es aber die ganzen 180 Liter an. Genau. Da muss man sich dran gewöhnen. Er wird nie voll, geht bis zum Strich, aber dann kannst du circa 1000 Kilometer fahren damit, also ich zumindest, also das schaffe ich. Und das Einzige, was man sagen muss, der AdBlue-Tank, der ist hier, wenn du mit dem mal gerade zeigst, dann schiebe ich mal gerade das rüber. Ah, das wird schwierig, warte mal. Ach so. Er säuft, nämlich ist unten drunter. Ja, genau. Wenn jetzt rechts habe ich es verwechselt mit dem Seelin, aber da kommt der AdBlue-Tank richtig. So, er säuft nämlich AdBlue.
Und du musst bei jedem Tankvorgang, bei jedem dritten Tankvorgang, musst du einmal voll machen, 20 Liter. Ja, genau, es sind 20 Liter. Und da muss man sagen, der AdBlue-Verbrauch ist schon relativ hoch an der Stelle. Beim Daily ist aber auch nicht viel anders. Das liegt einfach an dieser hohen Schadstoffklasse. Seit 6E wird dann nochmal ein bisschen mehr AdBlue eingespritzt. Und das merkt man natürlich schon, ja. Gebe ich dir recht. Da gibt es noch einen kleinen Trick, den habe ich erst gemerkt, aber wie gesagt, das geht nur dann, wenn wir ihn aufschließen würden, denn man muss ihn drehen und ziehen, ansonsten bist du eine halbe Stunde am Tanken. Genau. Okay. Jetzt, die schaltet immer wieder ab, ne? So, dann habe ich natürlich Festtanktoilette gekauft. Das ist, gibt es glaube ich nur noch Festtank bei euch oder gibt es noch Kassette? Es gibt auch noch Kassette auf Wunsch. Also sagen wir mal, bei jedem Fahrzeug kann man auch eine Kassette wählen. Bei jedem, außer auf der LKW-Basis. Aber zu, behaupte mal, 99% haben wir immer den Tank drin. Es gibt noch so ein paar Beispiele, wo jemand sagt, da ist ihm die Kassette lieber, wenn er lang steht, wenn er nicht wegfahren kann. Aber ansonsten ist eigentlich so ein Tank für die Fäkalie Pflicht fast. Also es ist kein Rennauto, das kann ich euch schon mal sagen. Es ist nämlich... Hat einen anderen Nutzen. Du cruist. Also wenn du 87 fährst, dann Umdrehungen, ca. 1500 Umdrehungen hast du damit drauf. Das ist wirklich einfach mal so dahin cruisen. Der... Hi. Hi. Wir wollten gerade rein. Stört euch das euch, wenn ich mit dazukomme so ein bisschen? Nee, dann stört uns nicht. Wir machen mal noch ein bisschen Zwischenboden, ja. Das ist nämlich wichtigster Händler in der Schweiz, der einzige. Grüß dich, Beat. Hallo, wie geht es dir? Gut geht's uns. Wir machen mit Dieter, wir haben ein tolles Video gemacht, ist schon online. Hat das jemand schon gesehen? Ich habe noch kein Echo gehört, aber ich freue mich, dies anzuschauen. Sehr schön, komm, wir machen das mal. Wir haben nämlich ein Video zwischen den beiden gemacht. Das ist ein ganz besonderes System. Die Klappen sind höher als beim normalen Loft. Und das haben wir eben schon kurz besprochen. Das sind Pelletsklappen. Genau, sind Pelletsklappen. Wenn du mal kurz aufmachst. Der Stauraum hat 6 cm mehr Höhe als beim Loft. Dadurch natürlich auch die höheren Klappen. Das sind die gleichen, die wir beim Pellets einsetzen. Und da liegt eigentlich so der große Mehrwert, dass man hier einfach ein Pelletsgehäuse hat und einen Luftgrundriss. Okay, das ist vielleicht der wichtigste Unterschied, dass wir das einmal gesehen haben. Also die Klappen gibt es, glaube ich, beim Pellets ohne Schloss. Kann das sein, dass es die komplett plan gibt? Ist immer ein Schloss dabei? Immer ein Schloss dabei, so, die auch bei der Zentralverriegelung grundsätzlich. So, die öffnen jetzt nach oben, eine Besonderheit, auch noch Modelljahr 22/23. Habt ihr, da kann man es vielleicht als Profi erkennen, da war oben mal schwarz, da ist jetzt weiß. Ist jetzt weiß, genau. Das hat man verändert, weil oft durch die Sonneneinstrahlung ist das Schwarze recht schnell ausgebleicht. Das ist ein Gelcoat und jetzt hat man es weiß lackiert. Und jetzt, denke ich mal, ist das einfach so ein kleines Unterscheidungsmerkmal auch für uns von den einzelnen Modelljahren. Darf ich sagen, es gibt erste Kunden, die haben schon nachlackiert, weiß. Das ist wirklich, das habe ich nicht gehört. Doch, ist schon passiert. Ach so, die schwarz haben. Die schwarz haben, weil das Schwarze nicht ganz so lang hält, haben die dann direkt reagiert. Ja. Außerdem gibt es ja viele, die wollen so ein bisschen. Vorne war, das Schild war, glaube ich, auch beleuchtet vorne, kann das sein? Das wäre eine Option, die man wählen kann, ja. Ein beleuchtetes Morello-Logo an der Frontmaske. Da habe ich nämlich jetzt gesehen. Ich glaube, das kam aus einer Laune heraus, hat das, glaube ich, in... Kunde hat das erst mal gemacht und dann hat man gesagt, na, was der Kunde kann, können wir natürlich auch nachbauen und haben das jetzt als Option, bieten wir das mit an, beleuchtet. So, der hatte eine Option mehr, 360 Grad. Ja, eine Rundumkamera, also eine 360, ja, man hat im Endeffekt die sogenannte Bird View und der errechnet dann ein Bild, wie das von oben aussieht und kann dann jede einzelne Seite praktisch anwählen. So, worauf ich verzichtet habe, waren die Luftschwingsitze. Da habe ich diesmal darauf verzichtet. Ja. Muss auch sagen, wenn es nicht gerade die A, was bin ich jetzt mal gefahren, die A1 ist, also Richtung Berlin die, was ist das für eine A3? Oder? A9 müsste das sein. Ganz, also von Hamburg-Bremen runter gibt es eine Autobahn. Das ist die A7, die du meinst wahrscheinlich. Die ist Rüttelpiste und sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich habe mich gefühlt, als wäre ich irgendwo im tiefsten Ural. Ja. Das war so durchgerüttelt. Und da hätte ich es mir gegangen. Ansonsten habe ich es nicht vermisst. Ja, also ich mag die Luftschwingsitze, muss ich sagen, weil das Schöne ist, man kann ja auch diesen... die Schwingdämpfung einstellen und ich habe die ganz gerne und bestelle die eigentlich bei jedem Fahrzeug dazu. So, diese Aufbautür ist bei dem Fahrzeug Serie, also nicht wie bei dem ganz kleinen, eine andere Tür, sondern da wurde nicht gespart.
und mit der Zahlerkombinationsschlüssel. So, und das heißt, du brauchst im Zweifel keinen Schlüssel. Genau. Da gibt es noch einen. Mit dem Programm, also man kann hier einen Code einprogrammieren zwischen 4 und 8 Stellen. Das ist jetzt, glaube ich, Sicherung gerade raus auf der Messe. Ja, geht jetzt nicht an. Da haben wir die Sicherung rausgenommen. Und da kann man dann einen Code programmieren oder mit einer Fernbedienung kann man genauso die Tür öffnen und schließen. Einzige, was nicht dabei war bei der Zentralverriegelung, war die Fernbedienung. Die bei der Zentralverriegelung, ich glaube, das ist dem Palace vorbehalten, oder nee, habe ich die nicht gefunden? Du hast von hier aus die Schaltung. Man kann von hier aus die Zentralverriegelung ein- und ausschalten. An ich hatte nämlich damals beim Palace hatte ich noch eine Fernbedienung für die Zentralverriegelung dabei. Waren andere Klappen. Du hast jetzt andere Klappen drin. Und da ist keine Fernbedienung mehr dabei, sondern man hat es hier direkt an der Eingangstür. So, was ich grundsätzlich auch empfehlen würde, und da kann ich euch nur raten, kauft euch das auf jeden Fall. Wiegt zwar 80 Kilo mehr, aber das ist die Hubstützenanlage. Hier ist jetzt eine tolle Hubstützenanlage drin. Ich würde gerne vorführen, da muss aber die Zündung an sein dazu. Das ist eine Herstellervorschrift, dass man das über die Zündung steuert. Und um die in Betrieb zu nehmen, müssen wir einfach Zündung einschalten. Können wir jetzt gerade nicht auf der Messe, aber dann hat man hier die Möglichkeit, von hier aus diese Hubstütze zu steuern, oder ich kann es auch als App runterladen und kann dann direkt vom Handy aus das Ganze steuern. So, ansonsten habt ihr hier Barsitzgruppe drin, die habe ich nicht. Ich habe einen absenkbaren Tisch, weil ich kein Hubbett habe. Ja. Hier ist Barsitzgruppe mit Hubbett. Ja. Das wäre eine Option gewesen, aber auch hier wollte man wieder Gewicht sparen, kein Hubbett drin. Genau. Das ist, die Barsitzgruppe wiegt auch mehr, muss man sagen. 100 Kilo wiegt die mehr als die Lounge-Variante. Kommt natürlich unter anderem von diesem Luftschwingsitz oder von diesem Fahrersitz, so muss man sagen. Und dann hier nochmal hat er ein recht schweres Gestell, dieser Tisch an der Außenwand, weil der ohne Fuß frei im Raum schwebt. Es ging mir um Gewicht. Also es ging da Hubstützanlage weg. Praktisch hier schweres. Genau. Und da muss man schon bei dieser Gewichtsvariante so ein bisschen haushalten. Und ich sage mal, es sollte immer bei so einem Auto zwischen 500 und 600, 700 Kilo noch in Zuladung da sein. So, dann habe ich keinen Fernseher reinkonfiguriert. Weißt du warum? Ich habe doch die Sitzgruppe. Weil du ständig Videos drehst. Nee, das ist nicht der Grund. Ich habe mir, und das wird in Kürze eingebaut, einen kleinen Sonderbau gemacht. Normalerweise ist der Fernseher da. Ich fahre mal runter. Ne? Oder hier. Das spielt eigentlich keine Rolle. Ach, danke. Das war das Hubbett. So, da ist der Fernseher. Hintergrund war ganz simpel, Dieter, du wirst gar nicht drauf kommen. Ich habe meinen Fernseher jetzt, weil ich ja kein Hubbett habe, ist mein Fernseher jetzt in der Mitte. Hier. Ja, vorne. Okay. So, und deswegen kannst du dich auf der Bank lang machen und kannst vorne Fernseher schauen. Kannst vorne Fernseher gucken. Ist nie. Und man hat heute auch, also ich sage, dieses Thema mit der Satellitenanlage kann man heute auch über Internetstreaming, kann man die Fernsehprogramme schauen. Das kommt immer mehr, dass man Internetrouter mit einbaut. Ich habe auch schon Kunden, die verzichtet auf die Satellitenanlage und haben einen Router im Fahrzeug drin, dann werden die Filme gestreamt oder die Programme gestreamt. Also ich denke, da kommt so ein kleiner Umbruch. Ich glaube, noch ist es gut, wenn man viel Fernseher schaut, wenn man beides hat. Aber diese Satellitenanlage, die wird irgendwann einmal, ich denke mal, weniger gefragt sein. So, ich habe ein anderes Lenkrad. Das ist nicht abnehmbar. Deswegen steht da auch Iveco drauf. Das ist wahrscheinlich ein abnehmbares. Das ist abnehmbares, genau. Also hier können wir das Lenkrad wegnehmen. Das geht beim Iveco, auch beim Iveco Daily. Bei Mercedes können wir es nicht. Aber dadurch, dass der jetzt auch keine Steuertasten direkt im Lenkrad hat für die Assistenzsysteme, kann man hier das Lenkrad wegnehmen und kann dann diesen Sitz bequemer drehen. So, und hier ist eine Besonderheit. Option. Das ist übrigens die Motorbremse. Die hat drei Stellungen aus. Da kann man hier im Endeffekt diese Motorleistung kann man hier regeln. Die Bremsleistung kann man hier regeln. Und das ist nichts anderes als eine Drosselklappe im Motor und die ersetzt eigentlich der Retarder. Die Bremsleistung selber kannst du nicht regeln. Das muss ich leider. Der hat nämlich zwei Funktionen. Also entweder ist sie an, wenn du vom Gas weggehst, oder wenn du bremst oder aus. Genau. Du hast aber recht, weil bei anderen Fahrzeugen kannst du sie regeln. Kann man sie regeln. Das ist bei dem ein bisschen anders, das stimmt. Ja. Beim Atego ist auch wieder anders von der Funktion her. So, und dann merkt er sich übrigens auch den Tempomaten, das ist sensationell. Ja. Der Tempomat zeigt sogar die Geschwindigkeit des vorderfahrenden Fahrzeuges an, im Mitteldisplay. Und hier kannst du noch die Gänge manuell schalten, richtig, hoch und runter. Genau, man hat ja dieses automatisierte Schaltgetriebe, ein Sechsgang-Automatik, aber nicht so, wie man es kennt, über einen Wandler, sondern da wird praktisch wie ein Schaltautomat, kann man sagen.
Und ich kann den natürlich auf Automatikbetrieb schalten lassen oder ich kann jedes Mal mit Eingriff und kann auch von Hand schalten. Wenn er mal schneller runterschalten soll und so weiter, kann ich das hier über diesen Schalthebel machen. Warum ich hier so neu mal klug tue, ist, ich fahre nämlich gerade einen Loft, ja, und deswegen habe ich das ja ausprobiert. Bisschen ungünstig, das muss ich jetzt ganz offen sagen. Also ich kenne sie mittlerweile auswendig. Am Anfang, die sind zu tief. Ja, ja. Die würde ich immer wieder finden, ne? Muss sie immer wieder finden, weil damit kannst du das Display steuern. Ja. Die sind hier ein bisschen zu tief, aber die hat man ganz schnell auswendig raus. Ja. Und dann geht es auf jeden Fall besser. Hier stelle ich übrigens immer mein Handy hin. Okay. Und da kann ich das durch das Lenkrad durchgucken, also das Navi. Ja, ich sage, du bist ja tief drin in dem Fahrzeug. Wenn man das selber fährt, dann hat man ganz andere Beziehung natürlich zu so einem Auto, als wenn man ab und zu mal fährt. Und ich denke, du hast deine Erfahrung jetzt ein halbes Jahr bald, hast du das Auto gesammelt? Beste, also ich habe dem Robert gesagt am Telefon, Robert Crispens, Geschäftsführer von Morelo, habe gesagt, Robert, das ist das beste Auto für mich, für mich wohlgemerkt, was ich je gefahren bin. Weil diese Druckluftbremse und der Motor ist sowas von entspannend, das ist so. Wenn er niedertourig fährt, ne, durch diesen großen Hubraum, 4,7 Liter hat der Hubraum, da dreht er natürlich niedriger, weil er weniger Kraft braucht oder weil er einfach das über den Hubraum holt. Und das ist der Unterschied zum Daily. Daily ist ein 3 Liter, der dreht meistens so bei 2000 Touren leicht drüber, wenn er mit 100 gefahren wird. Und der liegt halt so bei 1500 Umdrehungen. So, Nachteil, kann ich direkt sagen, er ist gut Stück lauter. Das ist, ist rauer, ist rauer. Ich nenne es mal rauer, ne? Lauter, rauer, wie man es nennen möchte, aber es ist halt ein LKW, das darf man nicht vergessen. Aber es ist wirklich so, du fährst da die Berge rauf und runter, der ist total unbeeindruckt, du hängst dich hinter einem LKW, das Ganze dauert auch, da kannst du erstmal zählen, 21, 22, dann kommt der und dann schiebt der auch auf einmal von innen. Beim Daily, der macht ja viel über Drehzahl. Hauptsächlich über Drehzahl. Also der holt tatsächlich deinen Drehmoment aus dem Hubraum. Der Daily holt es über einen Turbolader oder über einen Doppelturbolader. Da hat man viel Elektronik mit dabei. Und das ist eigentlich das, was auch unsere Kunden mögen, wenn sie jetzt mal so ein LKW fahren. Das gibt es ja nicht nur bis 7,5 Tonnen. Ich selber habe einen Atego gefahren. Ich habe den echt geliebt, muss ich sagen, weil du hast einfach das Gefühl, da ist unendlich Kraft da. Das stimmt absolut. Ja. Und das schon bei 4,7 Liter. Ja. Auch einen kleinen Nachteil. Ich habe diesmal übrigens keine elektrischen Seitenfenster genommen, weil ich dieses Fenster original, obwohl ich elektrische Seitenfenster hatte, ich habe es noch nie geöffnet. So, und das andere kriegst du ja problemlos auf. Ja. Hat auch wieder was zu tun mit dem Gewicht. Die wiegen wieder mehr. Ja. Dann ein Nachteil. Also ist ja selten, dass ich mal was sage. Das ist ja aber gut. Die Schalter sind nicht beleuchtet. So, und das ist ein bisschen komisch. Dann macht man zwar unten das Licht an, dann geht es auch wieder. Ja. Aber du musst, gut, du weißt ja, links ist Temperatur. Ja. Aber wenn du am Anfang das Auto noch nie gefahren hast, und die sind nicht beleuchtet, dann muss man sich erst mal reinfuchsen, das stimmt. Also da hat man keine Beleuchtung bei der Klimageschichte. Ne? Genau, du siehst zwar Klimas an und aus und das ist alles, also Klimaanlage ist ja mit drin. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, automatischer Spurhalteassistent. Er warnt nur, er lenkt nicht. Ja. Das ist klar. Ich sage, man muss immer auch dran denken, dieser Euro Cargo, der wurde ja eigentlich nicht für ein Wohnmobil entwickelt. Ne? Und diesem Komfort, den vielleicht der Reisemobilist erwartet, dieses Fahrgestell wird eigentlich für den Nahverkehr oder, wie soll ich sagen, fürs Gewerbe entwickelt. Und da legt man jetzt nicht so einen wahnsinnigen Wert auf einen riesen Komfort oder auf die Dinge, die du jetzt gerade so ein bisschen bemängelst. Weißt du, was ich ganz oft sehe? Ja. Baufirmen. Also mit dem drei Seitenkipper. Landschaftsgärtner oder eine Baufirma, die schweres Gut transportiert. Die LKWs benötigen, die man aber noch mit dem Führerschein Klasse 3 oder mit dem C1 fahren kann. Dafür wird dieses Chassis gebaut. Genauso der Daily ist eigentlich nicht für ein Wohnmobil gebaut, sondern man macht dann aus diesen vorhandenen Chassis, versucht man dann einfach auch ein komfortables Reisemobilchassis zu bauen. Ne? Aber wir dürfen natürlich nur bedingt in so ein Motormanagement eingreifen. Und aus dem Grund hat er doch noch sehr viel vom Originalgrundfahrzeug. Also ist nicht super laut, aber ist ein Stückchen lauter wie der Daily. Ist rauer, Ist rauer. Ja. Dann, was habe ich noch? Ich habe die Holzfarbe identisch, die ist klasse. Ja. Ich habe aber nicht diese Novellküche habe ich nicht. Ja. Das heißt, bei mir ist gerade hier, das ist ja nicht schlimm, also das ist auch so,
ist wieder eine Sache, wo der eine sagt, da lege Wert drauf oder nicht Wert drauf. Das lockert das Ganze ein bisschen auf, aber das muss nicht immer auch jeder so mögen. Deswegen gibt es diese verschiedenen Möglichkeiten, wo man solche Optionen aussuchen kann. So, der nächste, du wirst kaum glauben, es wird wieder ein Loftliner. Ja, oh, why not? Diesmal werden wir einen ganz anderen Grundriss nehmen, denn es gibt einen Grundriss mit den zwei Türen, den werden wir gleich mal zeigen beim 88. Das wäre jetzt dann 82 FB. 82 FB, genau. Und es gibt auch ein 79F. Dann hat der B hat immer diese lange Coach mit 1,75 Meter. Und ich kann genau das gleiche Auto bestellen mit einer Coach mit 1,45 Meter. Dann wird das gesamte Auto einfach 30 cm kürzer. Und dann ist kein 82 FB, sondern 79F heißt der dann. Da ist er noch leichter. Da ist er leichter, da ist er 30 cm kürzer, weiß ich genau. Und dann kann ich bei dem genauso das Auto so bestellen, wie man es jetzt sieht. Sogar beim F immer mit einer Barversion oder mit einer Lounge. Gut. Ich muss gerade mal schauen. Hubbett habe ich nicht. Also deswegen ist das Raumgefühl hier doch offener. Ja. Muss ich sagen, ich bin ja 1,83. Ich habe eben eine Dame gefilmt, 1,65. Die kann locker unter Hubbett. Ja. Die passt drunter, ja. Das ist kein Problem. So, ja. Gehen wir mal weiter. Also das ist soweit alles in Ordnung. Die Lampen sind dieselben hier vorne. Die sind richtig toll. Was ich vergessen habe zu ordern, ist die Halterung für die Kaffeemaschine. Ja. Die hätte ich gern geordert. Ich habe nicht dran gedacht. Ja. Und dann kommt es halt nicht. Dann ist sie halt nicht dabei. Das wäre jetzt gerade, wenn man eine Novell-Wohnwelt bestellt, dann hat man die Serie, oder sagen wir, ist dann die Option mit dabei. Und wenn man jetzt nicht die Wohnwelt Novell bestellt, dann müsste man zum Beispiel diese Kaffeemaschine, die Nespresso-Maschine separat ordern. So, und das ist der FX-Grundriss, glaube ich, hier, kann das sein? F. Ja. So, und ich glaube, beim FX war die Dusche auf der anderen Seite. Damals gab es ja mal einen FX, weißt du noch, der Loft, der 68 FX, der hat auch dieses Bett gehabt. Ja. Das ist das französische Bett und das ist eigentlich ein Bett, ich weiß nicht, ihr verkauft das oft eigentlich? Wir verkaufen, also ein sehr, sehr beliebter Grundriss, weil ich hier einfach durch diese Bettvariante Aufbaulänge sparen kann, weil wir haben viele Kunden, die legen Prämisse, der darf nicht so lang sein. Ich möchte trotzdem ein großes Wohnraumgefühl haben und da muss man sagen, dieser F-Grundriss ist ein kleines Raumwunder. Allein durch dieses großzügige Badezimmer vermittelt er so viel Wohnraum bei geringer Außenlänge. Der 79er, der hat ja Außenlänge von 8,28 Meter. Trotzdem dieses große Premium-Badezimmer, trotzdem eine große Sitzgruppe. Und hier wird halt jetzt ein bisschen am Bett an der Länge gespart, aber das ist eine nette Variante. Man muss nicht übereinander drüber krabbeln, obwohl das Bett quer ist. Man hat hier einen Einstieg von der Seite. Erstmal eine Frage, man kriegt das auch komplett durchgezogen auf Wunsch? Was heißt durchgezogen? Also dass der Schrank weg ist? Ja, also auch das haben wir öfters gebaut. Das wäre jetzt zum Beispiel die nächste Möglichkeit, wenn wir sehr große Menschen haben. Gestern hatte ich wieder einen Kunde, der hat 2,02 Meter, groß ist der. Und da können wir zum Beispiel auch hinter diesen Schrank weglassen und können dann diese Matratze bis ganz an die Wand ziehen. Und dann hat er ein Bett mit 2,30 Meter Länge. Mhm. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Man muss dieses Bett mögen, wie gesagt, die Kunden mögen oft eher diese Längsbetten, aber auch diese Variante findet seine Freunde und ich finde es eine ganz nette, ganz nette Bettvariante. Der Einstieg ist sensationell. Wenn du mal kurz vorgehst, bitte, dann zeige ich das mal gerade. Du kannst nämlich extrem bequem einsteigen. Da ist eine kleine Stufe mit dabei. Und auch wenn man nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, du kannst ums Bett herumgehen. Das heißt, der andere wird im Zweifel auch noch nicht mal gestört, noch nicht mal der Hintere. Und das ist der Unterschied zum klassischen Querbett, wo der Hintere über der Vordere drüber steigen müsste. In dem Fall, wie gesagt, kann man auch kann man aus dem Bett raus, wenn man hinten liegt und stört nicht den Mann oder die Frau, die vorne liegt. So, da ist noch ein Fach drunter? Da ist noch ein Stauraum, nochmal ein Schrank. Okay. Ein großzügiger Schrank sogar. Ne? Da hat man versucht, einfach jeden Zentimeter einen Platz auszunutzen, wo man einfach nochmal Stauraummöglichkeiten bauen kann. Fernseher ist hinten mit drin. Es ist alles drin, was in jedem anderen. Unter 8 Meter sind wir ja. Nee, der hat jetzt. Wir sind jetzt im FB mit der langen Coach, da hat er 8,58 Meter und der kürzeste mit diesem Bett wäre 8,28 Meter. Ach, der ist jetzt genauso lang wie meiner quasi. Du also 8,60 Meter, LB, ja. Ja. Der ist jetzt genau gleich lang wie deiner, genau. Okay. Mit dem Unterschied, und das ist also dieses Hauptunterscheidungsmerkmal, ist dieses beim Luft speziell dieses große Bad. Warte, ich gehe mal zurück, dann zeige ich das mal gerade. Das ist unglaublich, du hast ein Bad fast größer als beim Palace.
habe ich das Gefühl. Das ist ein Pelletsbad, kann man sagen. Das ist ein Pelletsbad. Ein bisschen andere Einordnung. So, ich guck mal gerade. Also das Waschbecken ist hier, du hast auch nur ein Waschbecken. Im Moment habe ich auch nur, ich habe bei mir praktisch ein Einzelklo. Das nennt man, glaube ich, wenn das Klo einzeln ist. Das nennt sich dann das große Luxusraumbad, nennt sich das. Das nennt sich jetzt Premium-Badezimmer. Das geht jetzt bei diesem Grundriss nicht, dass man die Toilette in einen separaten Raum packt. Okay, also die Toilette ist immer im Hauptraum. Hier kann ich aber zumachen, wenn ich auf Toilette gehe. Da kannst du einmal da zumachen mit Spiegel. Ich habe hier eine Schiebetür. Und zumachen. Sag mal, die Fahrt. Habe ich dann trotzdem, wenn der Partner noch im Bett liegt, na schwöre ich dir nicht, ich kann hier im Bad hantieren. Und deswegen, wie gesagt, ist das einfach ein kleines Raumwunder. Das muss man tatsächlich so sagen. Du hast unglaublich viel Spiegel. Das ist, also du kannst. Ja, man kann sie von alle Seiten sehen. Nein, das lockert den Raum aber massiv aus. Klar. Das hier hat mir, ich hatte ja den 78 FX, da war aber der Ausstieg, hatte ich das Gefühl, ein bisschen kleiner. Also der kann das sein bei dem kleinen Loft? Also, ja, das war so. Man hat hier jetzt zum Gegensatz zum Auto davor auch eine größere Dusche drin, man hat ein bisschen mehr Platz neben der Toilette. Dadurch wurde das Auto aber auch ein bisschen länger. Der, den du meinst, der war tatsächlich 8 Meter lang, 7,98 Meter sogar. Und man hat jetzt einfach hier ein bisschen mehr Raum mit eingebaut, weil es dann nicht mehr so gedrängt ist innen drin. Größere Dusche, man hat mehr Platz neben der Toilette und eine größere Küche ist auch drin. Ganz ehrlich, ist ein toller Grundriss hier. Absolut. Also der ist. Also ich mag den auch unheimlich. Ich überlege gerade, das Einzige war, du kannst nicht von vorn nach hinten gucken. Das war so, das Raumgefühl von hinten ist nicht so offen wie jetzt beim Längsbett. Ja, wenn man so liegt mit dem Kopf, ja. Dann geht's auch. Aber das ist ja Leiden auf hohem Niveau. Ja, sag mal, absolut. Dieter, ist dahinter noch ein Schränkchen oder sowas hier hinter den Spiegeln oder ist da nur Spiegel? Da hat man noch. Ach, so ein bisschen. Schauen wir bei alle, haben wir überall noch mal so einen kleinen Abstellraum für Kosmetik oder für Zahnbürste und so weiter. Hier nehmen wir. Die meisten Leute. Da kann man sich fast von hinten sehen, ne? Ja, komm, wenn man da aufmacht. Klar. Die meisten Leute bei eurer Marke sagen, dass ihr, weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ihr seid nicht so extrem modisch, ihr seid eher unglaublich zweckmäßig. Wenn man auf lange Sicht sieht, kann man eure Grundrisse länger. Man sieht sich nicht schnell satt. Das ist das, was die Leute sagen. Das ist so eine, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich könnte das erklären. Ich sage mal, es gibt viele Fahrzeuge, die polarisieren. Die sind entweder mega modern, dann vielleicht nicht ganz so praktisch. Da entscheidet mehr das Auge. Und wir haben versucht, da so eine Mischung zu machen, wo man sagt, wir haben ein tolles Design im Fahrzeug. Aber dadurch, dass wir alle selber Reisemobil fahren oder viele von uns Reisemobil fahren, wissen wir auch, auf was kommt es denn drauf an, was ist ein Wohnmobil wichtig, wenn man drin wohnt, was ist zweckmäßig. Und ich denke, da haben wir so eine ganz gute Mischung gefunden zwischen einem tollen Design und zwischen diesem Zweckmäßiger, was man im Reisemobil eigentlich braucht. Das ist so, also wenn man auch bei den Kollegen schaut zum Beispiel, da ist alles, ich sag mal, dernier Cri. Bei euch ist so eher, ich muss ehrlich sagen, so ein hochwertiges, praktisch 4-Sterne-Landhaus. Das ist bei euch so. Ja. Also jetzt nicht Landhausoptik, sondern alles ist ein bisschen. Ist manchmal so, weißt du, wo ich dann reinkomme, da finde ich Grundrisse total geil. Weil zum Beispiel in Niesmann war ich drin, hat mich fasziniert. Aber dann habe ich mir überlegt, ich weiß nicht, so jetzt, also ich persönlich jetzt, so nach 3 Monaten ist es doch sehr dunkel und so weiter und so fort. Hier ist ganz schwer. Also wie gesagt, ich sage nochmal, das ist das, was eigentlich der Erfolg von Morelo ausmacht, dass wir nicht stark polarisieren. Und wir würden doch eine sehr hohe Trefferquote haben mit Menschen, die reinkommen und sagen, ja, der sieht toll aus. Das hast du total bei euch. Also es ist unglaublich. Ja. Leute kommen rein und sagen, es gefällt mir auf Anhieb. Ja, ist warm, ist warm, sagen viele. Es ist und es ist alles wohnlich und nochmal sehr zweckmäßig aufs Reisemobil zugeschnitten. Auf das Bedürfnis, das ich als Reisemobilist habe. Ich möchte auf der Toilette sitzen können und so blöd, wie es sich anhört, ich muss da hantieren können. Und nicht nur, wenn ich jetzt eine Schiebetür habe und ich bringe dann immer die Beine rein und sitze dann, oder ich sitze im Freier. Das hat man hier alles nicht. Und da gibt es viele Beispiele, große Dusche, da darf mal die Seife runterfallen, ich kann mir trotzdem bücken und kann die wieder aufbauen. Bitte mal zeigen, das ist nämlich sensationell. Das ist eine Dusche, ne? Eine Gasdusche. Ist die Dusche aus dem Palace, oder? Das ist die gleiche Dusche wie aus dem Palace, ne? Und das ist halt alles echt Glas, ich kann die super reinigen, ich ziehe die ab, wenn ich fertig bin. Die ist dicht, die hat einen niedrigen Einstieg
Und nochmal, wie gesagt, ich kann mich da drin bewegen und nicht alle unsere Kunden, das sind so, wie soll ich sagen, schmale Menschen, sondern auch die, genauso wenig wie ich, du drin hast einen Platz wie zu Hause auch. Ich auch. Also ist ja so, du brauchst noch ein bisschen Raum. Beinfreiheit auf dem Klo. Wenn ich da mal gerade drauf setzt, da kannst du 2,50 Meter groß sein. Ja, das ist nicht nur die Beinfreiheit. Irgendwann bin ich mal fertig und muss an mir arbeiten. Ja, so blöd, wie es sich anhört, aber wenn ich irgendwo vor der Toilette sitze und ich kann da nichts mehr machen. Und das sind so diese Dinge, wo wir einfach in der Praxis erleben und sagen, das möchten wir in unsere Fahrzeuge umsetzen. Ich muss sagen, einer der Chefs fährt auch gerne mal rum mit den Dingern und probiert die aus, ob die zweckmäßig sind, die Grundrisse. Ihr habt bei vielen Fahrzeugen, gerade bei den Alkoven-Modellen, habt ihr ganz viel von den Messefahrzeugen nochmal geändert. Weil ihr gemerkt habt, in der Praxis, die Tür war zu klein, der Durchgang zu gering. Ganz genau, ja. Und das merkt man dann erst im praktischen Test, ganz genau. Und das machen wir, also wie gesagt, das machen viele von uns. Auch unsere Konstrukteure kriegen mal ein Fahrzeug, da sie mit dem unterwegs sind. Viele von uns fahren selber Reisemobil. Also wir haben viele Mitarbeiter, die selber Reisemobilisten sind. Und das spiegelt sich dann einfach in diesem praktischen Nutzer vom Fahrzeug wieder. Und das war so, um den Kreis zu schließen, da unterscheiden wir uns jetzt von vielen, die wahnsinnig viel Wert auf Design legen, aber vielleicht diesen praktischen Aspekt nicht so beachten, wie wir es tun. Das hier erinnert mich sehr stark an so eine, wie soll ich sagen, in einem Skiorten, Vier-Sterne-Hotel, weißt du, ist alles sehr zweckmäßig, es sieht toll aus, aber es ist jetzt nicht über die Maßen hin designed, sondern oberdesigned, ja. Bitte mal die Tür mal offen. Dieser Kleiderschrank, der ist, da lasse ich mir übrigens immer Steckdosen reinbauen. Ja. Denn ich habe hier oben immer Ladegeräte drin. Da kann man entweder einen Kleiderschrank draus machen. Der hat zwei Stangen, nehme ich an. Das sind immer zwei Hängeebenen drin. Also ich kann auch diese Fächer hier rausnehmen und kann dann über zwei Ebenen hängen. Oder ich kann natürlich so wie hier Hälfte hängen, dann die andere Hälfte als Einlegefächer. Aber wir haben auch so viel Oberschränke. Allein im Schlafzimmer hier unten ist nochmal ein Schrank. Vorne sind Schränke, wo ich die Wäsche reinlegen kann. Ich zeige das mal gerade. Hier vorne ist noch ein Schrank. Da ist noch mal ein kleiner Schrank. Das haben wir jetzt bei dem 82er hier noch mal einen Schrank mit dabei. Und ich habe hier einfach Staumöglichkeiten, die ja gigantisch sind. Was schön ist, die Proportionen bei dem Fahrzeug sind so wie bei den großen Linern. Das heißt, du hast nicht dieses lange Heck, das gibt es hier nicht. Das ist alles, der Radstand, alles ein bisschen anders. Genau. Und das ist Geschmackssache. Also ich sag mal, euer meistverkauftes Produkt ist wahrscheinlich der Palace, oder? Ja, nach wie vor ist der Palace so und so unser Flaggschiff, kann man sagen. Und zu Recht, muss ich sagen. Das, ja. Ich meine, der erfüllt alles. Ein leichtes Fahrgestell. Das heißt, du kannst viele Extras einbauen, ohne überladen zu sein. Ja, ganz genau. Also beim Palace kommen wir immer irgendwie auf eine Tonne Zuladung. Egal wie man konfigurieren, und bei diesem Luftliner müssen wir halt einfach durch dieses schwere Fahrgestell ein bisschen haushalten. Aber alle Fahrzeuge haben ihre Daseinsberechtigung, ja? Und wir decken eigentlich, denke ich mal, jeden Geschmack ab, den man sich erfüllen möchte. Und hier wird eigentlich jeder fündig mit dem, was er an Vorliebe hat. So, ich fasse mal zusammen. Übrigens bin ich den gefahren. Ich habe ein Foto gemacht. Durchschnittsverbrauch in Hamburg auf einer Flachebene 11,8 Liter. Also bei 85 km/h. Also hinterm LKW hinterher. Sobald natürlich ins Bergegelenke kommt, da kannst du es nicht mehr halten. Das geht nicht. Da geht er auf 16 Liter. Ne? So. Ja, so 15, 16 Liter. Genau. Das haben die alle, glaube ich. Ja, sie müsste Gewicht bewegen. Und von daher, wie gesagt, egal welchen das man fährt, um die 15 bis 16, 17 Liter kommen wir immer. Zwei Apotheker, die beiden sind, die liebe ich. Ich hoffe, es sind die gleichen. Ja. Den Spiegel habe ich weggelassen. Hier vorne habe ich ja so eine kleine Bank für den Fernseher vorbereitet. Ja. Das ist so. Und da ist aber nichts drauf bei mir. Ja. Und? Und nochmal für Flaschen, einen Apothekerschrank. So, bitte das Bedienfeld, das ist auch ein etwas einfaches CBE drin. Ja. Das kannst du aber alles mitmachen, muss man sagen. Ja, klar. Also auch da hat man alle Möglichkeiten. Man hat Hauptschalter oben fürs Licht, für die Druckwasserpumpe, ISX, da hat man einen Dimmer drin, um das ganze Display einzustellen. Hauptschalter, Display ausschalten, dann habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu programmieren. Ich kann hier die Füllstände abfragen vom Abwassertank, Frischwassertank, vom Abwassertank, vom Fäkalientank. Und da habe ich nochmal einen Button, um hier diese... 28 Volt, das LKW. Das ist ein LKW-Chassis, ja. Deswegen, der hat immer zwei Batterien in Reihe geschaltet, 28 Volt.
für die Fahrzeugstarterbatterie und dann haben wir hier 13,8 Volt für die Aufbaubatterie. Aber hier gibt es, das ist so eine kurze Übersicht, hier hat man noch mal viel genauer in der Batterieuhr, sieht man, was tatsächlich Starterbatterie 27,8 Volt, 13,8 Volt jetzt bei der Aufbaubatterie. Jetzt hat man gerade einen Summestrom von 0 oder minus 0,1, weil wir es eingesteckt haben. Da sieht man praktisch den Stromfluss, die Gesamtkapazität der verbauten Batterien und dann nochmal mit wie viel Prozent die Batterien geladen sind. Also da sehe ich das alles nochmal genauer. Hier eine kleine Übersicht, hier hat man es genauer. Und wenn man es noch genauer wissen möchte, dann geht man hier auf diesen Büttner und dann kann ich hier tatsächlich über 12 unterschiedliche Anzeiger, selbst die Frequenzabfrage, die Stromabfrage, die Spannung abfragen und so weiter. Also Leute, die sich auskennen, die haben da viel Spaß mit. Das muss ich nicht, aber nicht alles wissen. Man kriegt alles erklärt. Das ist so, was man dann später wirklich braucht. Das ist dahingestellt. Die Technik ist sehr zuverlässig, ja, muss man schon sagen. Also was sehr interessant ist, ist wirklich diese Toilette, muss man sagen. Die Toilette? Ja, die ist die Tecma. Die kann man nämlich besser reinigen wie die... Wie der Vorgänger, die Dometic. Ich muss die Lanze brechen. Also ich habe mir auch ein bisschen zuerst schwer getan, weil die Dometic, die war echt okay. Und da kam, und die hatte den Abfluss nach unten gehabt. Jetzt hat man die Tecma, da geht der Abfluss nach hinten weg. Und man hatte das Problem am Anfang, dass die tatsächlich relativ viel Wasser braucht. Weil man kann die vor einem großen Geschäft, sage ich mal, oder auch nach einem kleinen oder großen Geschäft, drückt man einen Button, dann läuft Wasser rein, dann geht es raus. Und es war viele tatsächlich immer ein bisschen zu viel Wasser. Zwischenzeitlich kann man diese Wassermenge einstellen. Mhm. Und dann hat man da nicht so einen hohen Wasserverbrauch wie den man eigentlich zu Beginn befürchtet hatte. Das ist so, man sollte allerdings immer relativ viel Wasser nehmen, das ist so beim großen Geschäft. Also ich kenne diese Toilette, ich habe sie schon, ich war kurz vorm Zerlegen, weil die ist ein bisschen schwächer vom Häcksler, ein kleines bisschen nur. Und man sollte auf keinen Fall Tempos reinmachen. Jetzt werden alle sagen, das weiß man doch, aber ich weiß, Feuchttücher wusste ich, aber keine Tempos reinmachen. Also am besten, man nimmt dreilagiges Toilettenpapier, ganz normales, handelsübliches Papier. Funktioniert perfekt, das soll ein bisschen einweichen, alles gut. Und dann, wenn man tatsächlich mal eine Misere hätte, du hast mir ja auch gesagt, mit Essig kann man das relativ gut wieder dann reinigen, wenn da irgendein Problem dann mal war. Aber man hat auch immer von außen Serviceklappe. Also das heißt, man kann immer an den Häcksler dran, um den dann wieder, wenn er mal irgendwas wäre. Du weißt gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe... Also der hat einmal einen Anschluss für die Zufuhr vom Wasser, die habe ich abgeklemmt, weil dann jedes Mal Wasser reinlauf und dann habe ich den Motor einfach verpolt. Dann lief er nämlich zurück. Und was war denn? Ich habe es einmal hin, einmal her und dann lief es ab. Und dann ging es wieder, ja. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, aber ich habe es nicht veröffentlicht, weil das nicht offiziell war. Denn ich habe euren Service angerufen, da sagt er, schütt mal da Essig rein, was ist schön auf fränkisch. Und dann habe ich das gemacht, Hat natürlich nicht funktioniert, da kriegst du Angst, wenn dein Festtank-Klo nicht geht. Ja, logisch, das muss funktionieren. So, und aber nochmal eine Lanze zu brechen, das ist nicht normal. Wenn man da normales Toilettenpapier verwendet, passiert gar nichts, 100%. Also ich habe die seit einem halben Jahr. Ja. Bloß irgendwie hatten wir die Tempobox daneben stehen und meine Tochter war auch mit. Ja, und dann Tempos, darfst du ja auch ins Klo machen, das ist, mein Gott, ins Normale. Weißt du, jeder hat seine Geschichte. Ich denke oft dran, mein erster Ausflug mit der Häcksler-Toilette und mir fällt das Nagelscherchen da rein. Und das Nagelscherchen war weg und man kommt nicht mehr ran mit den Fingern. Aber ich habe Gott sei Dank eine Frau, die hat eine MacGyver-Ausbildung, die brauche ich. Magnet. Und die hat es dann mit dem Magnet geschafft und das war der Magnet aus ihrer Handyhülle. Ne? Also sensationell. Ich war schon draußen am Werkeln und denke, um Gottes Willen. Deswegen glaube ich, jeder kann so eine Geschichte von der Toilette erzählen. Das wird bei der schwierig. Die hat nämlich ein großes Siphon drin. Also ich habe es ja schon. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns nicht 5 Stunden übers Klo reden. Aber ist eine tolle Sache, muss also, man sagen. Aber ihr habt einen Service dran, Handynummer dran. Ja. Der ist wirklich auch am Wochenende dran gegangen. Also und der, man muss allerdings ein bisschen fränkisch verstehen, muss man sagen. Das sind herzensgute Leute, aber sie können im Regelfall kein Hochdeutsch. So wenig wie ich. Sehr schön. Absolut. So ist es. So, gerade nochmal öffnen, ein, zwei Klappen hier, dann haben wir das auch. Man muss mal von unten her öffnen, das sind sehr tiefe Schublade, das muss man tatsächlich sagen. Die Spülmaschine geht hier? Da geht die Spülmaschine rein. Also da kann ich die obere zwei Klappen, wäre dann belegt mit der Spülmaschine. Ab Werk geht das? Ab Werk, ja. Und da habe ich halt ein riesen Ding, wo ich im Endeffekt hier
wahnsinnig viel Stauraum habe. Und wenn ich jetzt natürlich eine Spülmaschine mit einbaue, dann fallen die zwei Klappen weg. Ich habe dann noch diese Schublade, ich habe drüber Schubladen, aber man hat ja hier wahnsinnig viel Stauraum. Ne? Und das Ganze durchgehend bis hinten hin? Ja, jeder, bis auf da, wo man der Fernseher hat. Aber das sind alles freie Stauraumklappe auf drei Ebenen. Ich habe ja keinen Fernseher, deswegen... Da ist noch mal besser klar, wenn man das nicht hat. Also ganz ehrlich, ihr könnt das Ding modifizieren, wie es nur geht. Der eine sagt jetzt, ja, ich muss unbedingt einen Fernseher haben. Der andere sagt, ich muss eine Sattanlage haben. Die Beratung macht ihr ja, muss ich sagen, in unter anderem bei euch in Schlüsselfeld. Genau. Machen ganz viele Händler, machen das auch sehr gut. Ja. Händler kaufen Bauplätze und können die Fahrzeuge noch sehr, sehr lange noch endkonfigurieren, korrekt? Die kaufen keine Bauplätze, sie belegen Bauplätze. Sie belegen die. Ja, also das heißt, sie machen Vorordern und haben dann die Möglichkeit, vielleicht, dass man immer noch mal irgendwo einen Bauplatz findet, wenn man das Auto noch konfigurieren kann, wenn die Vorlaufzeit passt, und kommt dann eventuell auch ab und zu mal schneller in ein Fahrzeug und muss nicht unbedingt 12 bis 14 Monate Wartezeit einplanen. Der Loftliner, jetzt werden wir mal einen Lieblingsgrundriss von dir zeigen. Du bist Dieter Glasbrenner. Und du arbeitest bei der Firma Morillo. Genau. Und das Coole ist, du bist einer von den Konfiguratoren, die das Ganze machen. Die Basisgruppe hatte ich sensationell, weil die meisten, Problem ist, die meisten wollen nicht mehr da sitzen, sondern sie wollen hier sitzen, weil du während der Fahrt zugelassen, nämlich irgendwas gucken kannst, am Handy, du kannst zocken, du kannst mit der Switch zocken, alles. Ja, klar. Und das ist der Vorteil von der Basisgruppe. Ja, ja. Jede Sitzgruppe hat ihre Vorliebe oder, wie soll ich sagen, ihre Fans. Es gibt ganz viele, die würden nur die Barsitzgruppe kaufen. Es gibt wieder andere, die finden diese Lounge-Variante gemütlicher. Also man muss sich irgendwann einmal entscheiden. Ganz viele, die Hundebesitzer sind, lieben diese Barsitzgruppe, weil ich einfach viel Platz unterhab für einen Hund, der sich da bequem hinlegen kann. Man kann toll arbeiten an dieser Barsitzgruppe. Ich kann den Tisch ausziehen noch drüber. Und ist eine sehr, sehr beliebte Sitzgruppe, weil die einfach auch nochmal ein riesiges Wohnraumgefühl vermittelt. Ja, ziemlich cool ist, man kann sich sogar drauf bewegen. Bitte einmal Hubbett machen, dann haben wir das noch drauf. Ja, dann drehen wir mal das Ganze. Denn das ist eine Option mehr. Sag mal, der hier wiegt jetzt auch unter 3 Tonnen, unter 7 Tonnen. Ja, muss er. Also mir würde kein Fahrzeug bauen, das von der Zuladung her nicht mehr... Wie soll ich sagen, zulassungsfähig wäre. Wir haben hier zum Beispiel 4 Sitzplätze drin. Wir rechnen auch immer ein, dass pro zugelassenem Sitzplatz ein Mitfahrer gerechnet mit 80 Kilo sitzen können und dann nochmal pro Meter Aufbaulänge 10 Kilo Gepäck mit dabei ist. Mhm. Und wenn das dann mit dem Grundriss so nicht passt oder mit dem Gewicht, dann ist so, dass man diese Fahrzeuge so nicht baut. Also da muss einfach alles zusammenpassen und es muss noch genügend Zuladung sein. Machen wir mal das Hubbett runter. Auch das Hubbett, das baut ihr so oder so ähnlich schon seit ewigen Zeiten, denn gute Sachen muss man nicht verändern, ne? Nö. Also das geht sehr weit runter, ne? Man sieht es, das liegt dann links und rechts auf. Man hat tolle Höhe, ich weiß nicht genau, wie viel das sind, aber 1 Meter hat man bestimmt. Ein Bettmaß? Was haben wir? Bettmaß. Also das Bett hat 1,30 Meter auf 2 Meter Liegefläche. Man hat immer hier dieses Froli-System, dieses Federnsystem, ist jetzt Latoflex, nennt sich das, mit GFK, Schiene in der Mitte. Man kann die Bettwäsche drauflassen, wenn man es wieder hochfährt. Man hat 2 Leuchter eingebaut auf jeder Seite. Man kann links und rechts liegen, Dachfenster ist mit dabei. Also. Der Sternenhimmel kann man beobachten, ganz genau. Und im Endeffekt kann man die Bettwäsche drauflassen, wenn man das wieder hochfährt. Und ratzfatz hat man dann wieder das Bett verstaut. Dieter, ich krieg voll die Gefühle hier bei dem Auto, weil der mich an den 78 FX erinnert. Mein allererster Morillo, den ich hatte. Ist auch ein ähnlicher Grundriss. Bloß ein kleines bisschen länger ist er geworden. Ja. Was krass war, den habe ich ja damals für kleines Geld gekauft. Ja, muss ich sagen, die Technik eine ganz andere. Früher waren die Autos ein Stück günstiger, aber da waren diese Einbauten alle nicht drin, muss ich sagen. Also heute, das Lithium, es sind viele Sachen, Extras, die du früher bezahlt hast, die sind heute inklusive. Also gerade bei dem hier speziell, wo du wirklich dann die Spurverbreitung mit drin kriegst. Also gerade im Fahrwerk hat er natürlich, ich denke mal, seine Stärke, weil da muss jetzt nicht mehr so viel dazu bestellen. Und das ist jetzt gerade beim Iveco, da habe ich ja Möglichkeiten, da kann ich echt Geld vergraben, sage ich es einmal, was ich halt bei dem Fahrzeug nicht habe. Deswegen kommen die auch
auf einen ähnlichen Preis. Also es war ja, heute ist ja Standard, der Kompressorkühlschrank ist Standard, glaube ich. Es sind viele Dinge mit drin, die einfach früher nicht drin waren, die ich aber damals auch nicht vermisst habe, weil die gab es ja noch nicht. Ja, damals gab es es noch nicht, aber deswegen, da kommen jedes Jahr wieder ein paar Annehmlichkeiten dazu. Und ich denke, da, egal wie, wenn man dann mal 2-3 Jahre Fahrzeug gefahren hat und man bestellt sich dann wieder ein neuer, bekommt man immer wieder was Neues dazu. Es gibt viele Leute, die sich alle 2-3 Jahre ein neues Auto bei euch kaufen, gell? Weil die können es gut verkaufen dann, haben immer wieder ein aktuelles Auto, haben volle Garantie. Das machen die auch, weil sie Spaß dran haben, immer wieder mal einen anderen zu fahren, gell? Ja, ich bin ja da der gleiche. Bei mir geht es nochmal ein bisschen schneller. Das hat natürlich auch andere Gründe. Aber jedes Auto, das ich bestelle, sieht immer wieder ein bisschen anders aus. Und immer, wenn ich jetzt wieder das nächste bestelle, dann habe ich wieder neue Ideen. Probieren wir aus. Und wie gesagt, das ist das, wo man Spaß dran hat. Und man verliert dann auch nicht so viel Geld. Das muss man tatsächlich sagen. Also die letzten 3-4 Jahre hat man nichts verkehrt gemacht, wenn man der andere verkauft hat und wieder ein neuer bestellt hat. Du hast quasi bis fast umsonst gefahren, muss man sagen, weil die Preise sind ja doch angezogen, ja. Weil du weißt selber, alles wurde teurer, bei euch auch. Ja. Strom allein. Also ich habe gehört, der Robert hat erzählt, die Stromkosten sind explodiert bei euch. Die sind explodiert, die gesamte Energiekosten natürlich genauso. Die Chassishersteller haben die Preise erhöht. Ich denke, die ganze Branche kennt es, und dadurch, dass wir natürlich aus vielen Materialien ein Projekt machen und ein Fahrzeug zusammensetzen, wird es insgesamt natürlich auch immer teurer. Und das machen wir nicht nur, weil es uns Spaß macht, dass man jetzt die Preise erhöht oder weil die Nachfrage groß ist, sondern tatsächlich sind die Materialpreise teilweise explodiert. Ihr habt auch eine gute Beziehung gehabt zum Händler. Das hat dem einen oder anderen natürlich nicht geschmeckt. Der Händler hat sich sogar bei der letzten Preiserhöhung zur Hälfte daran beteiligt. Das war sensationell. Also kann man ja offen sagen, der Robert hat es schon im Video erwähnt, das letzte Mal, wo die Händler ein bisschen mitgegangen sind mit ihrer Marge, wo sie gesagt haben, wir können das nicht komplett weitergeben. Das ist so. Und, war bei den großen Fahrzeugen. Also wir hatten ja, wenn jetzt jemand vor 2 Jahren ein Fahrzeug bestellt hat und es wurde erst in 2 Jahren geliefert, das war vor Corona, dann kam die Preisexplosion. Und man hat damals auch jetzt nicht eine Preisgleichklausel im Vertrag gehabt, das was heute eigentlich gang und gäbe ist. Es war, glaube ich, über 30 Fahrzeuge, die dann einfach nicht mehr für uns baubar waren für dieses Geld. Und dann hat man einen Kompromiss gefunden, der Morello hat einen großen Teil übernommen und man hat als Händler einen Teil übernommen. Und der Kunde, den hat man darum gebeten, und ich muss sagen, bis auf, ich glaube, einen hat jeder auch mitgemacht. Weil er ja auch einen ganz anderen Gegenwert zwischenzeitlich bekommt. So, let's go. Dann gehen wir mal zu deinem Lieblingsrundriss. Du gehst vor, bitte. Es wird geschlossen. Die Messe ist auch gleich zu Ende. Trotzdem wollen wir euch einen Rundriss zeigen, wo der Dieter sagt, den muss man immer wieder zeigen. Es ist ein außergewöhnlicher Grundriss, nicht der meistverkaufteste, aber die Leute, die ihn dann gesehen haben in den Videos, die haben gesagt, Mensch, was habe ich da für ein Schlafzimmer, korrekt? Ja, das 88G. Ne, das ist unser, mit dem Smart, das Fahrzeug, steht direkt neben drin. Hat ein ganz interessantes Schlafzimmer, muss man sagen, ein Riesenschlafzimmer, und hat eine Spielzeuggarage. Und da werden wir euch gleich ein eigenes Video zu machen. Denn diese Garage wird zu 50% von den Leuten nur mit einem Auto belegt. Der Rest nutzt das als Riesengarage, korrekt? Ja, für Motorräder, für 2 Roller. Also da haben wir alles Mögliche, was die Kunden hier an Ideen haben, was sie reinstellen können. Sie können es aber auch als Smart-Garage verwenden. Das geht. Ja. Mittlerweile gibt es ja auch Autos, die 75 fahren auf Elektrobasis, 500 Kilo. Also man kann da alles reinfahren. Wie heißt der Microlino? Habe ich gerade auch einige Kunden, die das bestellt haben, und die schönen Microlino hinter rein. So, das werden wir euch jetzt zeigen. Ein sensationelles Fahrzeug. Vielleicht wird es ja auch der. Gibt es nicht auf dem Loftliner, aber den Loftliner, den gibt es, glaube ich, in 2,50 Breite auch nicht, oder? Nein, beim Loftliner sind wir auf 2,40 Meter begrenzt. Beim Palace geht's. Beim Palace geht es, aber auch nicht bei dem Fahrzeug, weil auch da wieder das Thema Gewicht eine Rolle spielt. Zuladung. Die Zuladung, genau. So, vielen Dank fürs Einschalten. Dieter Glasbrenner, 18. Januar, 58 Minuten, hättest du das gedacht? Oh, wow. Auch mit dir vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, das Schöne ist, wenn wir es jetzt gedreht haben, dann musst du es vielleicht vielen Kunden nicht nochmal erklären. Die Zeit hast du oft nicht. Also so strukturiert mal durch ein Ding zu gehen, alles mal zu erklären und dann die... Also die Zeit, die Zeit hast du. Ja, die nehmen wir uns. Also ich möchte auch kein Auto verkaufen, ohne dass der Kunde bis zum Schluss weiß, was er bekommt. Echt nicht? Ja, nee. Ich habe gedacht, der Kunde macht die Augen zu. Gab es ja früher... blind.
Das gab es ja früher an der Theke beim Edeka. Das waren so Tüten, da konntest du nicht wissen, da wusste nicht, was da. Die Wundertüte. Die gibt es bei uns nicht. Da hast du nur gewusst, Männlein oder Weiblein. Ja, genau. Nee. War aber toll, muss ich sagen. Aber es war in der Preisklasse und das machen wir nicht. Da waren Spielzeugsoldaten bei den Männern drin und irgendwas anderes für die Frauen. Morello, tolle Firma. Ist übrigens nicht italienisch, obwohl sie italienisch klingt. Sondern kommt tatsächlich aus Bayern, aus Franken. Und da sind zwei Geschäftsführer, die kann man sehen. Robert Crispens linke Seite und auf der rechten Seite unser Reinhard Löhner, jawohl. Der ist übrigens auch eben kurz vorbeigelaufen, den haben wir gesehen. Und da hinten sitzt er und verkauft wahrscheinlich wieder Reisemobil. Ja, so ist das. Danke. Tschüss, Dieter. Ciao. So, wie ihr guckt, verkauft.